Das ist gar nicht so einfach. Ich möchte natürlich nicht wieder so eine Scheiße wie mit den Kreaturen an sich erstellen. Deswegen bin ich jetzt halt am Überlegen, was machst du? Was machst du im genaueren Sinne? Und es soll auch irgendwo zueinander passen, irgendwie auf irgendeine Art und Weise. Sieht auch scheiße aus. Ach Mann. Nein. Ich glaube. Doch, hätte was so ein bisschen vom Rednerpult. Ein bisschen tiefer vielleicht. Ja, da kommt die lektärische Detailverliebtheit durch. Die werdet ihr im Laufe der Zeit noch kennenlernen. Hey, das ist ja geil. Das wusste ich auch nicht, dass das geht. Ich habe ehrlich gesagt noch nie mit diesen Dingern da gearbeitet. Aber okay. Jetzt ein Dach. Wir müssen uns doch was einfallen lassen für ein Dach. Wie sieht es denn hiermit aus? Gefällt mir ehrlich gesagt besser als das andere Ding, aber nee. Nee. Was ist das? Sieht aus wie eine Eisbude. Wie so eine Eisdiele, die Schirme, die davor hängen könnten. Ja, nimm mal den Aschenbecher. Sieht ja eigentlich nicht so verkehrt aus, oder? Diese Zinnen hier. Ja, komm, das geht. Das geht. Jetzt habe ich eine halbwegs gesunde Mischung aus sämtlichen Zeiten. Jetzt müssen wir nur noch gucken, wollen wir irgendwo doch noch eine Tür hinsetzen. Können wir denn hier Innentüren reinsetzen? Das ist jetzt die große Frage an der Stelle. Normalerweise müsste ich hier noch eine Tür dahinter setzen. Kann ich den denn noch rausziehen? Nein, das geht natürlich nicht. Und wenn ich es so mache, geht. Sieht das scheiße aus. Und das Ding machen wir kleiner. Und das Ding dahinter, das geht. Ja, das geht. Doch, 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 doch. Das geht. Und wenn ich den jetzt noch kleiner mache, dann verschwindet er. Leck mich. Dann machen wir den nicht dahin. Was setzen wir mal für eine Tür? Ach komm, hier, das sieht so ein bisschen nach. Ah, die kann man reinsetzen. Super. Das ist echt super. Machen wir mal so. Ja, doch, 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 doch. Das nehmen wir. Das ist gekauft. Und jetzt hier auch noch eine Tür rein, weil man muss ja auch gegebenenfalls ins Nachbargebäude kommen. Da ist er eingerastet. Und halbwegs die Größe anpassen. Müsste gleich sein. Jawohl. Dann können sie nämlich dort in die beiden Gebäude rein und sowas in der Richtung wollten wir doch, oder ich zumindest. Jetzt müssen wir vielleicht noch eine Verbindung schaffen zwischen den beiden Etagen. Das würde ich dann mit dem Ding hier machen. Aber ja, gut, das geht. Das geht schon mal. So. So, 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 so. Ach komm, nimm das Kleinste, genau. So, da hätten wir jetzt eine Verbindung geschaffen. Das ist auch super. Dann können die nämlich noch dadurch oben reingehen. Und hier oben ist dann das Hauptbüro drinne. Das Hauptbüro bekommt auch nochmal ein Fenster hinten. Ein anderes aber. Wie so ein Bullseye. Nee, ich will nicht schon wieder das. Ich will ein anderes an der Stelle haben. Ein anderes. Nein, das nicht. Das ist ein Bullseye, hm? Würde thematisch. Naja, thematisch ein Thema haben wir nicht, aber es würde passen, da die anderen Fenster auch alle rund sind. Ja, komm, lass mal so. So, was machen wir jetzt noch damit? Wir haben nur noch wenige Punkte. Das Haus ist wahrscheinlich auch arschteuer mittlerweile. Aber es interessiert doch kein Schwein. So. Das wäre toll, wenn man hiervon die Farbe noch ändern könnte, aber ich glaube, das geht nicht. Wollen wir es da haben? Wollen wir es? Ach, das ist ja hinten. Wir sind ja jetzt hinten. Okay, dann machen wir es vorne auch nochmal dran. So. Ist gerade? Jawohl, es ist gerade. Es bewegt sich ein bisschen. Es sind ein paar Fähnchen. Oben aufs Dach. Klein Johnny. Wollen wir Klein Johnny draufsetzen? Wie sieht denn Klein Johnny aus? Klein Johnny ist zu klein und wie sieht's? So ist super. So ist Klein Johnny super. So. Das versuchen wir mal mittig zu stellen. Na, komm, wo ich. Hier müsste es sich doch irgendwo. Ach, leck mich am Arsch. Hat sich ausgerichtet und gut ist. So, Klein Johnny, ganz groß. Ja, komm, mach mal so. Ein bisschen größer die Fahne und doch nochmal niedriger. So in der Richtung.
Jetzt sieht das alles doch schon ein wenig nach Mittelalter aus, aber das ist ja auch nicht weiter schlimm, weil wir kommen ja gerade mal aus der Stammesphase, also müssten wir jetzt in der Theorie im Mittelalter sein. Ist dann nur scheiße, dass ich es hinterher alles umbauen müsste. Mir kommt da eine Idee. Wir nehmen Mittelalter. Das Ding weg. Das Ding weg. Das Problem ist jetzt, wenn ich das da drauf setze, größer mache. Größer habe ich gesagt. Ja, eine Moschee will ich nicht unbedingt bauen, obwohl wir können das ja für die Völkerverständigung den Turm auch so lassen. Was haben wir hier? Nein, nein. Nochmal weg. Ja, ich weiß, ich könnte auch einfach auf zurückdrücken, aber nee. Dammit. So. Jetzt ist die Frage, was machen wir daraus? Wollen wir es? Nein, nein, nein. So war das, glaube ich. Ein Kopierentool fehlt mir hier so ein bisschen. Nur ein kleines bisschen fehlt mir das. So. Aber wir wollen nicht ganz Mittelalter, da wir ja auch noch das Weltall bereisen werden, brauchen wir immer noch eine Mischung dazwischen. Also denke ich. Oh, da ist ja noch auf die Spitze gesetzt. Hey, das geht ja. Und wie sieht es damit aus? Geht das da auch irgendwo drauf? Nein, nicht so, wie ich es mir vorstelle, aber das setze ich auch mal da drauf. Nein. Nein, aber kleiner. Das Ding auch noch kleiner. Müsste jetzt die gleiche Größe haben. Oder eine identische Größe. Jetzt war ich gerade ein bisschen irritiert. Musste ich auf den zweiten Monitor gucken. So, jetzt muss es gleich groß sein. Alle beide. Jetzt können wir nochmal gucken, ob das, was ich hier vorher hatte, das hier, jetzt passt es dazu. Jetzt sieht es sogar besser aus als diese einfache Glocke. Also machen wir es doch so. Ihr habt gewonnen, wir machen es doch so. Ja, was machen wir als nächstes? Es wäre doch. Das ist jetzt nochmal ein Test, ob das vielleicht doch so ein bisschen geht. Das Problem ist, es muss ja immer irgendwo einrasten. Und ich hätte gerne eine Verbindung zwischen den beiden Dingern. Nein, das geht nicht, wie ich es mir vorstelle. Ich habe jetzt gerade geguckt, ob man von unten auch noch verkleinern kann. Dann hätte ich es nämlich hier so in diese Höhe gesetzt, dass hier der Durchgang wäre. Aber okay. Was machen wir als nächstes? Noch ein bisschen irgendein Geflimmer noch dran. Also irgendwas, was sich bewegt und leuchtet vielleicht. Ich glaube, die hier bewegt sich. Ein Wetterhahn könnten wir auch machen. Was ist das hier? Bewegt sich das Ding? Ja, das bewegt sich, aber nee. Das hier bewegt sich auf jeden Fall. Und es hat eine schöne Farbe. Habe ich in einer der letzten Folgen erwähnt, dass es meine Lieblingsfarbe ist. Unter anderem, gut, das ist schon mehr Türkis als Cyan, aber wen interessiert's? Interessiert kein Schwein, was es ist. So machen wir das mal. Soll sich noch ein bisschen bewegen. Wir haben nicht mehr viele Punkte, also. Und das Gebäude leckt mich an der Füße. Das Gebäude. Oh, das ist so unser Budget. Was ist das jetzt? Ach so, nee, das ist unser Budget. Okay. Das müsste jetzt noch 31.000. Wie heißt das Zeug? Gewürze. Genau. 31.000 Gewürze müssen das jetzt noch sein. Oder Tonnengewürze. Oder weiß der Geier, weiß der Kuckuck. Oder und so weiter. So, die Stange, die ist mir nicht dick genug. Ich hätte nämlich gerne diesen Kopf dort ein wenig verschwunden. So. Oh, das ist auch ganz knapp. Ganz, ganz knapp ist das. Noch ein Stückchen höher. So. So ist gut. Komm, dreh dich mal. Super. Jetzt noch irgendwas in Richtung Licht. Haben wir hier irgendwo was in Richtung Licht? Nein. Aber hier hätten wir noch mal diese Terrassen. Können wir die hier doch gegebenenfalls wegnehmen und so eine dran setzen? Ja, das sieht schon besser aus. Dann machen wir mal die weiter raus und ein bisschen breiter, so. Dann können wir nämlich da oben auch noch eine Tür hinsetzen.
Und dann sieht es besser aus als eben auf jeden Fall. Und unser Bürgermeister kann dort seine Reden halten. Also nochmal eine Tür. Wo haben wir sie? Die hier wäre schon zu teuer. Was haben wir unten eigentlich für Türen genommen? Ach, hier diese, wo haben wir sie? War das die? Nee, das war die nicht. Das war die nicht. Wo ist denn die Tür? Da. Na komm. So. Bisschen kleiner. Könnte die Größe sein? Ja, mir egal. Können wir ein bisschen größer machen, weil da geht ja etwas Wichtiges durch. Ach ja. Leck mich am Arsch. So ein riesen Politik-Fan, wie ich bin. Okay, aber das ist jetzt an der Stelle egal. Es bewegt sich, es flimmert. Wollen wir die restlichen Punkte noch mit einbringen? Irgendwie mit ein bisschen Schnickschnack dran. Was haben wir denn noch? Was haben wir denn hier noch? Da bewegt sich, glaube ich, nichts mehr. Irgendwas, was ich bewegen könnte. Bewegt sich das Ding? Ja, das würde sich bewegen, aber sieht scheiße aus. Bewegt sich das auch? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Entschuldigung. Ja, nee, keine Ahnung. Lass mal so. Ach komm, hier so ein Wetterhahn können wir oben auf die Fahne noch draufsetzen, wenn es denn passen sollte. Na, komm, geh dran. Geh drauf. Nein, will nicht. Geht's jetzt vielleicht irgendwie? Nein, komm, geh drauf. Geh da drauf. Du sollst da drauf gehen, du Scheißviech, du Hässliches. Ist das eher eine Katze? Ich mag keine Katzen. Okay. Gut, gehen wir mal in den Anstrich-Modus. Das ist jetzt auch dasselbe wie vorher bei den Kreaturen, nur dass ein bisschen anders aussieht. Ein ganz kleines bisschen. Nur ein bisschen. So, machen wir mal so ein Fässchen draus, ne? Wo setzt sich diese Struktur... Wo zum Teufel setzt diese Struktur sich jetzt nieder? Ach, das müssen wir jetzt selber bestimmen. So war das hier. Okay, dann suchen wir mal eine Steintextur. Sowas hier vielleicht. Zack. Zack. Blub, blub. Sieht ein bisschen kalt aus. So finde ich jetzt gerade. Wie sieht's hiermit aus? Nein, auch nicht besser. Nein. Sowas in der Richtung. Zack. Und nochmal. Mal gucken. Und die könnten wir dann... Sieht ja himmlisch aus. Naja, komm. Setzen wir es da dran. Ja, natürlich, da sieht es jetzt so aus. War klar. Ach, Mann, das war doch wieder arschklar. Wie wär's hiermit? Nein. Definitiv nein. Das da vielleicht. Nee. Was haben wir denn noch anzubieten? Etwas Metallisches. Komm, Metalldächer vielleicht. Die Dinger hier aus Metall. Nee. Das Ding... Ja, gut, ist zumindest keine Struktur vorhanden da drauf. Wie sieht's damit aus? Nein. Hey, Gold. Ja, komm, wir nehmen Gold. So, so. Jetzt sind wir da schon mal ein Stück weiter. Das müssen wir vielleicht noch einen breiter... Ach so, das geht jetzt hier nicht. Okay, merken wir uns mal für später. So. Geht das hier auch? Das ist auch Gold, ja. Das müssen wir anders machen. Das sieht nicht schön aus. Ich sollte nicht so oft Scheiße sagen, verdammte Scheiße. So. Ja, so ein Pilzzeug irgendwo, ne? Nee. Sowas? Nein. Gott, beherrsch dich doch mal. Flammen. Hey, das sieht toll aus. Nein, da geht's natürlich nicht. Hier vielleicht? Das gefällt mir. Also mir persönlich gefällt das jetzt. Ob es euch gefällt, müsst ihr in die Kommentare schreiben oder sonst irgendwo sagen. Da passt es nicht so gut hin. Das war jetzt das da. Wie sieht es hiermit aus? So als Übergang. Passt so super, dass ich mich gleich übergebe. Hiermit habe ich eigentlich immer gerne gearbeitet. Aber nicht so toll.
Ja, es ist eigentlich gerade nicht so einfach, hier das Richtige rauszufinden. Das hier wäre vielleicht was für dorten. Für da. Nein, für da nicht. Ah, für da? Nee, auch nicht.